Also ich wurde jetzt unterbrochen bei meinen Gedankengängen. Ich sagte, dass diese alten Damen die teuren Geräte nicht nützen können. Verstehst du? Weil sie haben nichts davon, weil sie das Gemüt nicht in diese Lage können bringen, wie etwa mein Freund, der beruflich Rennfahrer ist, verstehst du, und alles gewonnen hat in ganz Europa, verstehst du, und ja, sein Auto benutzen kann, also die Freude dazu hat, überhaupt das, verstehst du, da muss ja auch der Wahrnehmungsapparat, der Kenntnisapparat funktionieren, dass du einen Genuss mit solchem Auto haben kannst, verstehst du. Weißt du, da würde ich viel eher raten, dass man die zusammengepferchten Patienten in allen psychiatrischen Abteilungen, Gerontologen, zum Beispiel nicht 40 cm voneinander einsperrt. Verstehst du, dass man sie einzeln aufrufen muss, wenn man eine Gasmaske oder eine Dings anschließt. Und dass man auch sagt, wenn ein Junge zum Beispiel ein Moped hat und wenn er fähig ist zu fahren, dass man ihn bittet, nimmst du ein bisschen Geld an, ich, der Bürgermeister, der Stadtrat oder sonst was ich möchte, dass du auf einem Motocross ein bisschen besser fährst. 125 Kubik wäre für den Jungen richtig, oder? Verstehst du, dass du nicht musst sagen, ja, ich kann mir nicht leisten, den Stoßdämpfer nicht zu machen, sondern ich will höher hinaus. 125, den musst du fordern, verstehst? Dass du ein bisschen spritziger kommst, dass die Mädchen bei dir auch anpassen, nicht nur bei den alten Rädern. Verstehst du, was ich meine? Ja. Viel Erfolg. Gell? Also, weil sonst wird der junge Mann, der Schöne, der Brave, also wie fast ein Schädling von diesen Damen bewertet. Da heißt dann, ja, der Junge, der hat nur eine 49 Kubik und da hat er alles ein bisschen rostig. Und der gefällt uns nicht, nur weil er nicht so reich ist, verstehst du? Und die anderen, die kommen, die kriseln ab mit 72-sitzigen Limousinen. Und die führen uns die ganzen Mädchen dann davon und das ist ungerecht. Verstehst du, weil die bohren einmal hinein und dann lassen sie die Kiste wieder fallen. Verstehst du? Und die Jungs müssen zu zweit fahren mit 49 Kubik. Und die Gerechtigkeit, verstehst du, die Gerechtigkeit, dass zum Beispiel jeder sagt, okay, wenn ich zum Beispiel kann mir keinen Stoßdämpfer leisten, ja, was soll ich tun? Dann frage ich ein Mädchen, ja, wenn du 32-sitzige Limousinen hast und wenn du als Blondine beschäftigt bist bei Schädigungsbekämpfung, was du den alten Weibern zu teure Giftkoffer aufdividierst, in allen Bundesländern Millionen Giftkoffer, dann könntest du mich einmal einladen. Das früher war der Mann, hatte mehr Geld, hatte die Dame eingeladen, aber jetzt könnten wir das umdrehen. Ich warte auf meinen Kakao, außerdem bist du 17, du bist für mich zu alt, ich möchte einen 16-Jährigen. Verstehst du? Lass mal so umdrehen, den Spieß. Sonst wird der Generationenvertrag aufgelöst und es entsteht daraus ein Generationenkonflikt. Und was geschieht? Was? Plötzlich fällt einer hinein. Das ist der Ärmste, das bin ich zuerst. Werde in die Grabstätte hinuntergeplumpst. Und dann Genozid, verstehst? Und die jungen Mädchen verstehen es noch zum Teil, aber die älteren Mädchen, die kann man dann nicht mehr ansprechen aus dem Grab. Der alte Mann muss nach außen Grab schreien, bitte help, helpet mir, help, aiutate, verstehst? Und das wäre Lebensqualität, die schönen Blüten.